Kapitel 1 Stadtgeschichte: Es ist ein altes Kulturland zwischen Ried und Wald am Rande der Ebene des großen Stroms. Bronzeleute haben hier schon ihre Toten begraben, fast zwei Jahrtausende vor der Zeitenwende. Es war ein alter Völker- und Handelsweg am Berghang, den die Römer sicherten, als ihre Legionen über den Rhein gingen und um 90 nach Christus den Odenwald Limes bauten. Aber von einer Siedlung auf Darmstädter Boden gibt es erst ein Jahrtausend später schriftliche Zeugnisse. In Bessungen hat man die Kreuzung zweier Heerstraßen gefunden. Hier mag schon in der Römerzeit der Ansatz zu einer Siedlung gewesen sein, die sich vom 6. Jahrhundert an dort bildete. Auch Aheiligen und Eberstadt sind wahrscheinlich älter als Darmstadt, das im 11. Jahrhundert zum ersten Male schriftlich erwähnt wird. Heinrich II. schenkte die Grafschaft Bessungen 1013 dem Bistum Würzburg. Das Dorf Damundestadt gehört dazu. 200 Jahre später belehnt Würzburg die Mittelrheinischen Grafen von Katzenellenbogen mit diesem Besitz der ihre Ländereien von der Mainspitze bis zur Bergstraße und in den vorderen Odenwald abrundet. Das Dorf Darmstadt liegt günstig. Es entwickelt sich zum Verwaltungssitz, eine Wasserburg entsteht. Wilhelm I. von Katzen Ellenbogen erhält 1330 von seinem Kaiser Ludwig dem Bayern Stadtrechte für das Zentrum der Obergrafschaft. Markt und Mauer entstehen, adelige Familien bauen sich und ihren Wein hier an. Die Darmstädter Marienkirche wird als Stadtkirche unabhängig, von der seit 900 bestehenden Bessunger St. Johanniskirche. Als Philipp von Katzenelnbogen 1479 ohne männlichen Erben stirbt, fällt die Grafschaft an seinen Schwiegersohn, den Landgrafen Heinrich III. von Hessen, der in Marburg residiert. Darmstadt gerät in die große Politik der Zeit, als unter Landgraf Philipp dessen Gegner Franz von Sickingen im Namen des Kaisers die Stadt belagert. Beschießt und Orte der Umgebung plündern lässt. 1526 macht Philipp Hessen protestantisch. 20 Jahre später, im Schmalkaldischen Krieg, wird Darmstadt von den Kaiserlichen zum ersten Mal erobert und gebrandschatzt. Philipp stirbt 1567. Sein Testament teilt das Land und Darmstadt wird Residenz eines jüngsten Sohnes Georg. Mit der neuen Landgratschaft beginnt die eigene Geschichte Hessen Darmstadts. Georg baut Schloss und Vorstadt aus, das Rathaus entsteht. Zu Ackerbürgern und Beamten gesellen sich Handwerker und Kaufleute. Die junge Residenz lebt auf, dem Dreißigjährigen Krieg entgegen, der die lutherische Landgratschaft unter Ludwig den Fünften, dem Getreuen, an der Seite des Kaisers findet. In drei großen Wellen überzieht der Krieg die Stadt mit Not, Feuer und Tod. Den Rest tut die Pest. Ihr fallen in der von geflohenen Landvolk überfüllten Stadt Tausende von Menschen zum Opfer. Als Georg II. 1649 aus dem sicheren Gießen zurückkehrt, sind noch tausend Darmstädter übrig. Nur langsam erholen sich Stadt und Land. Unter Ludwig dem entstehen nach Osten zu die alte Vorstadt, unter Ernst Ludwig kommen Prachtenfaltung, Schulden und wieder einmal die Franzosen. Bis 1704 entsteht die neue Vorstadt im Westen, 1715 brennt das Schloss nieder. Anlass zu ehrgeizigen Plänen des französischen Baumeisters Remy de la Force, von dem auch die Orangerie aus 1721 stammt. Aus Geldmangel wird bis 1727 nur ein Viertel des neuen Schlosses gebaut. Es bleibt fast 100 Jahre lang im Rohbau stehen. Musik